Resident Evil Revelations. Parker! Where are you? I don't know. A room, I think. Somewhere on the ship. Damn it. Bastard took all my weapons. Can you reach HQ? No. Comms are out, it seems. We should regroup. So, da sind wir wieder bei Jill, der Dame meines Herzens. Und wir sind immer noch an Bord des Schiffes in irgendeinem Gästeraum. Meine ganze Ausrüstung, die ist weg. Deswegen schauen wir uns hier mal ein wenig um. Wo bin ich bloß? Naja, in irgendeiner Gästekabine. Der Fernseher läuft noch, aber kein Sender. Was haben wir hier drüben? Verschraubt. Das ist aber sehr merkwürdig. So eine ganz normale Tür hat so einen Stromkasten, aber wieso? Ja, die sind miteinander verbunden hier oben. Na gut, gehen wir mal hier hin und schauen mal, was dahinter ist. Und dahinter befindet sich... das dreckigste Bad der Welt. Yes, sehr gut. Also da will ich aber nicht reingreifen. Aber wir müssen reingreifen. Na gut, Augen zu und rein mit uns. Na, war dann doch nicht so schlimm. Aber nichts drin. Oh, aber das hier wird schlimm. Ist das eklig. Aber ein Schraubenzieher, sehr gut, den brauchen wir. Können wir damit angreifen? Nee. Boah, so einer. Und wir haben keine Waffe. Ausweichen, natürlich, die einzige Möglichkeit. Jetzt schauen wir mal, dass wir an dem hier vorbeikommen. Denn wir müssen ja da hinten hin. Okay, mal sehen. Holt ihr aus? Yes! Sehr schön. Direkt in die Klotze rein mit dem. Alles klar, dann sind wir los. Okay, was haben wir hier? Sowas kenne ich irgendwoher. Dead Space oder so? Also, Moment. Der hier muss hier hin. Der hier hier hin. Dann einmal so. Und dann einmal den hier hin. Und wir sind raus. I wish I had my weapons. Oh, da kommt der Nächste also. Wir machen hier den Tanz und sobald er zuhaut, kriegen wir einen aufs Maul. Sehr schön. Jill, you can't fight without a weapon. Just do your best to dodge. Ja, Parker, erzähl mir mal was Neues. Ich wette, yep, hier kommt einer. War ja klar, dass hier irgendwo einer aus dem Klo rauskommen soll. Die Dinger hängen irgendwie immer in Toiletten drin. Und wir sind zwar eben entkommen, aber es sah sehr, sehr merkwürdig aus. Okay, hier drüben ist noch einer. Dann gehen wir mal links. Zwei! Schnell rein hier! Merkwürdige Wellen. Aber wieso? Sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Gib her! Wie? Können wir gar nicht mitnehmen? Dazu brauchen wir irgendeinen runden Gegenstand hier drüben.
Eine Lampe. Oder ein Teller hier drüben. Nee. Aber hier können wir noch hin. Ja, nehmen wir mal mit. Wir sind schon wieder voll, haben aber keine Waffen in der Hand. Das passt ja super. Jetzt habe ich einmal Munition und der kommt aus der Truhe raus. Aber keine Knarre in der Hand. Geniale Sache von mir. Oh, ich höre schon wieder einen. Ah, widerlich. Was macht der hier? Das Blut auflutschen. Na, meinetwegen soll er eben. Wir müssen ganz schnell hier drüben hin. Komm schon, nix wie raus hier. Und hier rein. Boah, der ist hinter mir. Hui. Ich muss sagen, das Ganze erinnert so ein bisschen an Resident Evil 1. Mit dem Herrenhaus. Hier eben so ein riesiges, pompöses Schiff. Ach, hier sind wir. Die Tür, die kennen wir doch aus dem Anfang. Nein. Also der Truthahn hier drüben, der sieht auch nicht mehr so gut aus. Oh, Parker. Jill, are you okay? I'm fine, but the ship's crawling with BOWs. Okay, we're going to need our weapons. I think I saw them on my way here, but I couldn't reach them. We should be okay as long as we work together. Alles klar, geh voraus. Wir bleiben hinter dir. Na komm, kein Gentleman. Hättest mir hier wenigstens die Tür aufhalten können. Was haben wir hier? Wait, there are more creatures this way. I found this though. Think we can use it? Yeah, it just might do the trick. Alles klar, hier brauchen wir irgendeine Karte. Da kommen wir später noch hin. Also, Moment. Den da hinten umgehen wir genauso wie den hier. Einmal schön hier durch, dann schauen wir mal hier hin. Da kommt der nächste. Hm. Warte, warte, warte. Wir lassen den zuhauen. So, sparen wir uns die Fallen. Und dann der hier. Sehr gut. Okay, wo bin ich nun? Moment, Spezialisierung. Die Dinger kenne ich bereits aus dem Mehrspieler. Also, hier können wir die Waffen auswechseln und wir können sie aufwerten. Schauen wir auch gleich mal rein, denn wie man sieht, wir haben hier sehr viele unterschiedliche Waffen. Liegt daran, ich hatte irgend so einen Bonus am Anfang. Vorbestellerkram und so. War bei mir alles dabei. Hier sehen wir die Spezialisierung, die wir bekommen haben. Da können wir dann die Waffe erweitern und wir nehmen uns mal die hier, denn die finde ich ziemlich gut. Die ist so ein Mittelding, kann man sagen. Die ist auch gar nicht mal so übel. Dann haben wir noch die dabei, die von Parker. Naja, die macht am meisten Damage, hat aber nur 4 Schuss und ist relativ langsam. Wir nehmen die hier. So. Können wir die auch noch mitnehmen, hier drüben hin? Na gut, nehmen wir mal beide mit. Dann gehen wir hier hin und wir geben ihr dieses Upgrade. Ja. Alles klar. We got our equipment. Now what? Now we contact HQ and tell them what the hell is going on. We should be able to do that from the bridge. Let's go. Na, da kommen wir gar nicht rein. Dann müssen wir wohl hier hin. Oh nein. Nicht so einer. Immer schön weg mit dir. Und wir gehen mal da hinten hin. Keine Lust, hier angefasst zu werden.
Aber Parker ist auch ziemlich nutzlos. Ach, jetzt können wir ja wieder scannen. Können uns gleich mal hier ein wenig umsehen. Kein schöner Anblick. Na gut, dann nehme ich mir hier noch die Munition mit. Man weiß ja nie. Munition ist ja eher Mangelware hier. Und man sollte mitnehmen, was man kriegen kann. Jetzt sind wir hier, bringt mir aber null. Aber eventuell können wir hier was finden. Ah, was haben wir hier? Aber irgendwo hier draußen. Waren wir hier schon? Yes, ich wusste es. Irgendwas kann man immer finden. Und wir kriegen hier drüben... Naja, okay, Munition brauchen wir keine. Oh, jetzt bin ich ja wieder hier drin mit denen. Nur diesmal können wir sie aus dem Weg räumen. Alles klar, den haben wir. Und gleich mal hier den Scan. Wieder ein neues Kraut bekommen. Cool. Oh. Parker, übernehmen Sie. Kannst ruhig mal was machen hier für dein Geld. Denn immerhin sind wir ja hier ein Team. Na, so schnell können hier die Kugeln flöten gehen. Wir kriegen immer weniger Punkte, kann das sein? Nee, schon wieder 11. Okay, den ignorieren wir und wir gehen gleich hier drüben hin. Na, zwei von denen. Moment, die könnten wir noch scannen. Einmal und den hier drüben noch zweimal. Also wenn die leben, geben sie deutlich mehr, wie man sieht. Ja, ist ein Problem. I don't care, Parker. I don't care ist deine Sache. Oh, der will mich. Wieso wollen die alle mich? Natürlich, ich sehe gut aus. Ich meine, bei dem Prachthintern hat man eben nicht nur Vorteile. Lässt dir hier die Zunge raushängen. Ach, den hatten wir schon. Moment hier. Mhm, was haben wir hier? Ein Steuerrad. Wo sollen wir hin? Und hier waren wir ja schon. Aber ich denke mal, hier ist der Weg. Der will zu Parker, sehr gut. Endlich haben wir mal ein wenig Ruhe. Na, von wegen. Oh, no! Woher kommt denn der? Jetzt sind es schon zwei. Aber den einen sollten wir so gut wie haben. Und hier gleich mal einen Scan machen. Ha, wieder ein Kraut. Nice und können wir gleich verwenden. War dann eher so weniger nice.
Also, ein paar Kugeln hier, das wäre schon ganz gut. Ah, Moment, hier drüben. Was haben wir hier? Sehr schön. Alles klar, der hier. Ah! Mann, das Ausweichen ist ein bisschen merkwürdig hier. Ab und an drückt man die richtigen Tasten, aber irgendwie funktioniert es nicht. Man muss es eben perfekt timen. Wow, da waren ja zwei. Oh, der hat die Zunge draußen, aber der andere ist im Weg. Ah, bam. Nice. Immer noch am Leben, was? Ziemlich hartnäckig. No, 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 der will mich lutschen. Okay. Gleich mal hier einen Backscan. Sieben. Nur noch sieben bringen die. Egal, ich will nochmal hier rein, denn hier hatten wir Munition, soweit ich weiß. Und wir können hier mal ein wenig rumscannen. Vielleicht finden wir ja den Gegenstand, den wir brauchen. Was haben wir hier? Oh, nett. Schon wieder eine Karte, die wir brauchen. Aber den Punkt hier, den kennen wir nun. Oh nein, was bist denn du? Oh nein, ich will nicht. Parker, übernimm. Alles klar, dann nehmen wir die hier. Oh Gott, oh Gott. Okay, scannen wir ihn schnell. 20 Punkte bringt der hier. Und wir brauchen unbedingt ein Kraut. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Alles klar, den hier haben wir. Aber der hier hält wohl deutlich mehr aus. Auch wenn er ziemlich langsam ist. Was zur Hölle bist du? Huh? Na gut, einmal so eine. Sehr schön. Eliminiert. Wie? Immer noch am Leben? Immer noch am Leben? Und ich dachte, den hätten wir. Alles klar, keine Kugel mehr. Zumindest in der Waffe. Einmal fürs Familienalbum. Und wir schauen nochmal ganz schnell hier. Weil den hier können wir ignorieren. Den Ärger, den spare ich mir. Okay, wo sollen wir hin? Ah, hier drüben, genau. Boah, sehr gut Munition. Ich dachte schon, wir gehen drauf. Eine Tür mit einem Steuerrad. Hm, Brücke.
Okay, hier wollen wir hin. Aber hier war schon jemand. Erstmal scannen. Sehr gut, Munition. Yes, ein Kraut. Oh Mann, ich freue mich über jedes Kraut hier. I'm at the bridge. We can't change our course. We're completely adrift. This is recent. The perpetrator can't be far. Don't tell me that was the tugboat. Shit, we'll be stuck here. Dear! Drop the weapon! Drop yours, Parker. Who the hell are you? Wow, Spannung! Und wieder mal ein S-Rang für uns. Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Erleben wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Und auch hier ein Tschüss!